Tori Spelling und Co. Darum verlieren viele Stars die Nerven. Tori Spelling ist das jüngste Beispiel dafür, dass immer mehr Hollywood-Typs die Nerven verlieren. Gala erklärt die Hintergründe. Drama bei Tori Spelling. Die Sonne war gerade hinter den Santa Monica Mountains hervorgekrochen, da brach das Drama los. Eine geisteskranke Frau wurde per Notruf aus Woodland Hills, einem feinen Vorort von L.A., gemeldet. An der angegebenen Adresse trafen die Polizisten auf die völlig aufgelöste Tori Spelling. Wie sich herausstellte, kam der Anruf von Dan McDermott, dem Ehemann des Beverly Hills 90210 Stars. Worum es überhaupt ging, das verriet nun ein Freund der Familie. 5 Kinder im Alter von 1 bis 10, die Ehe, der Job, da wurde der Druck für Tori irgendwann zu groß, sie ist kein Einzelfall. Hollywood spielt immer mehr verrückt. Handelt es sich dabei um echte psychische Erkrankungen oder um Marotten von Menschen, die Aufmerksamkeit brauchen? Die Cops mussten kürzlich jedenfalls auch bei Heather Locklear anrücken. Sie hatte in ihrer Villa ihren Partner, Motocross-Fahrer Chris Heiser, verprügelt und ging dann auch noch auf die 3 Beamten los. Miss Locklear war extrem feindselig meinen Kollegen gegenüber, so Eric Buschow vom Ventura County Sheriff's Department. Dass sie betrunken gewesen sein soll, bestätigte er zwar nicht. Doch es hält sich hartnäckig die Meldung, sie habe sich nach dem Vorfall in eine Entzugsklinik begeben. Es wäre ihr 6. Anlauf, trocken zu werden. Alkoholmissbrauch bei Ben Affleck. Der Versuch, die Finger vom Alkohol zu lassen, ist ein bisschen wie Buschfeuer in Australien zu löschen, sehr schwer. Das weiß auch Ben Affleck. Er wollte seiner Alkohol- und Spielsucht schon oft Herr werden, unter anderem in einer buddhistischen Einrichtung. Der Erfolg blieb aus. Schließlich engagierte er eine Detox-Nurse, eine Entgiftungskrankenschwester, die ihn auf Schritt und Tritt begleitete. Sie konnte ihn jederzeit zurückhalten, sollte seine Hand doch wieder fahrig Richtung Flasche zucken. Langjährige Drogensucht. Eine Detox-Nurse hätte Robbie Williams vermutlich viel Kummer erspart. Gerade erst sprach der Sänger über seine langjährige Sucht nach harten Drogen. 2006 der Tiefpunkt und die Einsicht. Für die Therapie brach er sogar seine Welttournee ab, ich war nur noch 24 Stunden vom Tod entfernt. Auch über seine angeschlagene Psyche redete er nun offen und ehrlich. Ich habe eine Krankheit, die mich töten will, und die ist in meinem Kopf. Also muss ich mich dagegen schützen. Selena Gomez kämpft mit Depressionen. Selbst Selena Gomez war mit ihren zarten 25 Jahren schon oft Gast in einschlägigen Einrichtungen wie der bei Stars sehr beliebten The Meadows Klinik in Arizona. Kürzlich beendete sie einen Aufenthalt in der Privé Swiss Klinik in Connecticut. Sie sagt, ich war depressiv und ängstlich. Ich hatte Panikattacken, direkt bevor ich auf die Bühne ging oder auch direkt danach. Warum straucheln immer mehr Stars? Nimmt man Ruhm, Reichtum, den Druck zu performen, die hohen Erwartungen und den prüfenden Blick der Öffentlichkeit zusammen, ergibt sich ein Strom, der direkt auf den Pfad der Selbstzerstörung führt, erklärt US-Psychotherapeut John Selim Paris in der Huffington Post. Und weiter, für Stars kann es schwer sein, ununterbrochen die Aura der Perfektion und des Erfolgs aufrechtzuerhalten, Spelings größte Ängste. Tori Spelling, Tochter eines übermächtigen Vaters, habe stets die Sorge, in der Familie als Versagerin dazustehen, so der Freund. Dazu kommt ein Geldproblem. Das Mini-Erbe ihres Vaters, Hollywood-Produzent Aaron Spelling, von seinen 500 Millionen Dollar erhielt sie nur 800.000, ist längst aufgebraucht. Heute schuldet Tori der Bank 90.000 Dollar. Krisengeschüttelte Vips wollen den schönen Schein meist bewahren. Das kann einen schnell den letzten Nerv kosten.